So klingt es, wenn ein frustrierter junger Mann mit schweren Füßen durch den Schnee schlurft. Das Mädchen sprach von Liebe. Schuberts Winterreise trifft unser tiefstes Inneres. Mein Herz, mein Herz. Viele haben diese romantischen Lieder bearbeitet. Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Diese hier ist ein Meilenstein. Wenn man bedenkt, dass Franz Schuberts Musik 1827-28 wahnsinnig progressiv war und für seine Zeitgenossen zu krass, dann trifft Hans Zender mit seiner Bearbeitung oder mit seiner Interpretation, wie er es selber nennt, ganz genau die Intention des Stückes. Hans Zender, langjähriger Chefdirigent der Deutschen Radiophilharmonie und einer der wichtigsten Gegenwartskomponisten. Ich habe nie an das Original geglaubt als Ideal. Also ich glaube nicht, dass ein Interpreter nachstreben muss, das Original zu rekonstruieren. Schon vor 40 Jahren versuchte Zender als Saarbrücker Orchesterchef, Originale aus vergangenen Epochen für die Gegenwart aufzubereiten. Früher haben die Musiker vor allen Dingen die Musik ihrer Zeit gespielt. Wir spielen heute hauptsächlich die Musik anderer Jahrhunderte. Und sowohl die Hörer wie auch die Orchester und die Dirigenten sind oft mehr im 18. oder 19. Jahrhundert zu Hause als in ihrer eigenen Zeit. Vertraute Klänge. Schuberts Winterreise gehört zu den zeitlosen Hits der Romantik. Damals war sie ein aufrüttelndes, teilweise schroffes Klanggebilde, das in seiner Perspektivlosigkeit die Hörer verschreckt hat. 24 Lieder über einen verlassenen jungen Mann, der von seiner Liebe enttäuscht einsam umherirrt. Als Komponist hat Hans Zender die Winterreise bearbeitet, hat Schuberts Musik im Kern bewahrt und durch die Verbindung mit neuen Klängen ihre manchmal verstörende Wirkung modernisiert. Was das 20. Jahrhundert neu entdeckt hat, man kann auch sagen bewusst gemacht hat, ist die Struktur der Geräusche. Also die nicht harmonischen, jetzt sind wir wieder beim Thema, die nicht harmonischen Strukturen des Klanges. In der Winterreise von Hans Zender überwiegen die harmonischen Strukturen, eingebettet in die Klangfarben eines kleinen Orchesters. Ich träumte von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Man kann nichts rekonstruieren. Also die Tätigkeit des Interpreten richtet sich darauf, etwas neu entstehen zu lassen, auch aus der historischen Asche, möchte ich mal sagen. Man darf diese Bearbeitung kongenial nennen. Eine der wichtigsten Kompositionen Zenders. Im Grand Théâtre Luxemburg ist aus dem konzertanten Liederzyklus ein kleines, sehr intimes Musiktheater geworden. Ein Ein-Personen-Stück für den Tenor Julian Prégadien, der in einem kahlen und kühlen Raum das Gefühl von Einsamkeit in schlichten, eindrücklichen Bildern auslotet. Die Inszenierung führt das weiter, was der Komponist Hans Zender begonnen hat, das Gefühl romantischer Verzweiflung in die Moderne zu übertragen. An dem Wanderstabe. Heutzutage geht man nicht mehr in den Wald, um Einsamkeit zu spüren, sondern man ist in der Stadt, man ist mit sich selber beschäftigt. Und ich finde, dass wir Bilder geschaffen haben durch das Medium Video, die das noch einmal konzentrierter darstellen. Ich suche im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Ich suche im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur. Für die Musiker der Deutschen Radiophilharmonie ist die Mitwirkung bei einer Bühneninszenierung von Hans Zenders Winterreise Neuland. Das Orchester plant nun eine Tournee.